Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen bei Arise's Simple Story. Ihr werdet euch vielleicht wundern jetzt, das gab's doch schon mal vor 3 Jahren, beziehungsweise das kam 2019 eigentlich raus, ist dann ein bisschen still geworden, jetzt gab's aber einen neuen Release auf der Nintendo Switch. Das Spiel selbst ist eigentlich eine Hommage, eine Reise durch die Zeit ein bisschen. Sehr emotional, geht auch nur so 4, 5, 6 Stunden, aber die Entwickler haben mich gefragt, ob ich das auch mal anspielen will. Ich habe es damals nicht gespielt, weil es einfach mir vorbeigegangen und deshalb wollte ich das heute gerne im Angespielt einmal zeigen nochmal, was es übrigens ist und vielleicht interessiert euch dafür und wollt das irgendwie auf der Switch oder so spielen in Zukunft, wo im Moment auch ein Sale läuft über den Nintendo Shop, wo man es halt für 9 Euro bekommt. Ansonsten gibt es auch für alle anderen Konsolen, soweit ich weiß, auch und auch auf Steam ist das verfügbar, wer es mal am PC durchspielen will. Und wir gucken uns jetzt einfach ja knapp die erste Stunde an. Vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Wir werden mal sehen, wann es passt, die Aufnahme zu beenden. Wir drücken jetzt eine Taste auf dem Controller, weil ich spiele am PC mit einem Xbox-Controller. Total toll. Aber es wird, glaube ich, kein großer Unterschied sein zur Switch-Version, weil die Darstellung halt recht künstlerisch ist. Und Slow Poly. Okay, da manipuliere ich wohl die Zeit, kann vor- und zurückspulen mit dem rechten Analogstick und da kommt, glaube ich, meine Seele oder irgendwas anderes. Boah. Gänsehaut von der Klaviermusik. Krass. Kannst du schwimmen oder ertrinkst du dabei? Wie gesagt, auch wenn das Spiel schon älter ist, ich kenn's halt nicht. Ich hab's nicht gespielt damals. Mit dieser Zeitmanipulation. Thank you.
Echt cooles Konzept. Erinnerungen enthüllt. Wo ich ein einsames Kind in meinem Leben hatte, wenig Freunde, habe mit Steinen gespielt, also habe ich viel Assassin's Creed gespielt. Leute so viele Probleme lösen können, indem man einfach schwimmen gelernt hat im Leben. Sieht aus, wenn ich da klettern kann. Erinnerung enthüllt. Ich sitze rum mit einem Schmetterling auf meinem Kopf. Oh mein Gott, ich habe doch springen gedrückt. Oh, es gibt Fallschaden. Ich dachte, ich bin tot. Also es sah auf jeden Fall so aus. Man muss halt rechtzeitig LT drücken. Dann klappt es auch mit dem Klettern. Aber ist das jetzt der Weg nach vorne oder muss ich nach oben lang? Das ist hier die Frage. Oder finde ich da unten eine Erinnerung? Erinnerung.
habe ich ein Mädchen kennengelernt, als kleiner Junge schon. Immer ein bisschen schwierig, weil die haben halt eine relativ weite Perspektive gewählt und wenn du so weit weg bist vom Charakter, hast du zwar eine ganz gute Übersicht, aber du kriegst es manchmal nicht hin, vernünftig zu landen beim Sprung. Ein richtig dicker Brummer.
würde man denken, dass hier wieder eine Erinnerung versteckt ist. Wir waren schwimmen zusammen. Komm her, dicker Brummer. Blipp. Hör, da hinten war aber noch eine... So, ich dachte, ich rutsche hier wieder. Au! Geben die Schnecke. Ist schon alles sehr süß gemacht. Vom Artstyle. Ich mag ja so emotionale Spiele schon ganz gerne. Müsst ihr nicht eigentlich ihre Haare flechten, wenn wir mit Schnecken spielen? Na, jetzt haben sie eine Chance für Woods Reverse Gaming. Verpasst, dass die Brummel hier ein Stück weiter rüber geht. Ach, alles gut. Muss man halt laufen, das Stück. Wo muss ich denn jetzt hin? Fresst die Pilze. Einfach aus dem Wald, irgendwelche. Ohne dass die Eltern sie kontrolliert haben. Aber früher musste man sowas wissen, welche Pilze Gift sind oder welche nicht. Denn was ist, wenn du gemeine Eltern hast und die dich im Wald aussetzen? Du musst ja irgendwie überleben.
Stopp, bleib drauf. Ah, ich sehe schon. Hier erstmal hoch, da muss die Schnecke dazwischen. Wobei, weshalb bin ich hier oben? Okay, ich bin irritiert. Da hinten sehe ich schon, dass da ein Haufen Pilze an der Wand sind, wo ich wahrscheinlich hoch muss. Ach, da komm, da wird eine Hummel kommen. Zip. Hui. Halt, stopp. Nee, lass mich hier nicht schwingen. Ich dachte, ich könnte einfach auf die Insel rüber schwingen. Wir haben Verstecken gespielt im Sonnenblumenfeld. Hier ist der Ort, wo ich hin muss. Bang. Nein!
Ja, was soll ich erzählen übrigens beim Spiel? Es ist ein sehr schönes künstlerisches Projekt. Ein Plattformer. Super schöne Musik. Aber weil es halt eine simple Story ist, ist auch ein simple Rätseldesign, würde ich sagen, an der Stelle. Obwohl das vor Zurückspulen sehr hübsch ist. Diese ganze Aufmachung. Also für so einen angenehmen, schönen Abend mal so eine Geschichte zu erleben, sollte das hier wirklich eine gute Wahl sein. Man muss ja ein bisschen gucken, wo die ganzen Erinnerungen versteckt sind, wenn man denn alles freischalten will. Bis jetzt lassen sie sich ja ganz gut finden. Da unten ist zum Beispiel eine. Achso, das muss ich mit der anderen Biene. Hummel, nicht Biene. Ich denke mal, es sollen Hummeln sein. Sie sind fett. Obwohl Hummeln sind nicht fett. Ach, doch, sie sind fett. Und dicke Brummer sind sie. Na, wahrscheinlich muss ich umschwenken auf die Hummel, wenn die hier ist. Und ich finde das Design, ich mag ja, wenn das aussieht wie aus einem Guss. Und das ist halt echt schön gemacht alles hier. Oh mein Gott, er hatte Angst vor Spinnen und sie hat mich dabei ausgelacht. Oh, toxische Beziehung. Sie hätte mich unterstützen sollen und verteidigen. Richtig schöne Szenerie, ey. Auch, dass die Sonnenblumen sich hier der Sonne nach ausrichten. Hier natürlich andere Spiele, die auch sehr schöne Szenerien erzeugen. Kenia. War ja eins davon, was halt wirklich schon wie ein Pixar-Film war. Und gameplay-technisch auch ziemlich gut überzeugt hat. Außer, dass im schweren Modus nicht gesagt wurde, wie man Feinde besiegen kann, bis vor allem die Bosse, weshalb ich sehr lange am letzten Boss gehangen habe. Weil dann die Information einfach fehlte. Drüber auf den Turm. Da habe ich schon gesehen, dass eine Etage tiefer eine Erinnerung wartet. Richtig schöner Sound.
dass wir auf der Wiese waren mit dem Drachen und wir haben uns Wolken angeguckt. Du mich jetzt direkt bis nach ganz vorne. Danke, Hummel. So, das ist ein Spinnennetz, oder? Hoffentlich kommt keine Spinne. Upsala. Muss ich aber sagen, hier sehe ich echt schlecht. Wo ich landen muss bei dem Spinnennetz. Weil ich manipuliere die Zeit. Also was soll eine Spinne gegen mich tun? Nichts. Hauptsache, er hat Spaß. Oh!
Ja, sehr schön. Aber ich würde trotzdem an der Stelle breaken, auch wenn es ein sehr schönes Spiel ist, was entweder ein Lächeln oder ein kleines Tränchen auf die Wangen zaubern wird. Eigentlich mit der Thematik, die letztens erst wieder heiß diskutiert wurde, ob man wirklich so dieses Leben an einem vorbeiziehen sieht am Ende, also wenn man stirbt, da wurde nämlich aus Versehen ein EKG gemacht von jemandem. Beziehungsweise, doch, ist es EKG? Ne, EKG ist fürs Herzen, aber es wurde dasselbe gemacht fürs Gehirn, wenn ich mich recht entsinne. Und da wurde festgestellt, dass das Zentrum für Erinnerung wirklich ganz stark arbeitet, bevor jemand stirbt. Das war aus Versehen. Der war gerade angeschlossen an dem Gerät, es wird aufgezeichnet, dass während dieser Untersuchung ist er gestorben, aus Versehen, der Patient. Und dadurch hat man die Daten bekommen. Man konnte halt sehen, dass halt die Erinnerungszentren im Gehirn unglaublich viel arbeiten plötzlich kurz vorm Tod. Also es kann wirklich sein, dass wir dieses Erlebnis haben, dass unser Leben nochmal vor uns vorbeizieht vom inneren Auge, kurz bevor wir sterben. Damit das Gehirn... Also es ist ja so theoretisch, ne? Das Gehirn zeigt einem nochmal schöne Erinnerungen und schöne Momente im Leben, damit man keine Angst hat vorm Tod. Man redet ja auch vorm Tod immer, dass die Menschen wirken halt irgendwie entspannt am Ende. Die ganze Zeit macht man sich Sorgen um Tod und dann ist es soweit und dann hat man das Gefühl, dass man konnte endlich gehen und es ist eine Last von den Menschen gefallen oder sonst irgendwas. Gibt natürlich unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Ansichten, sind ja auch alle in Ordnung. Ja. Aber falls ihr die Entwickler noch unterstützen wollt, könnt ihr euch das Spiel überall kaufen oder auf der Switch. Ist natürlich jetzt auf der Switch neu rausgekommen im Shop. Auf anderen Konsolen gibt es das schon länger. Ich hoffe, es hat euch trotzdem der kleine Einblick gefallen. Ich fand es ganz süß und knuddelig und schön gemacht. Auch wenn es damals an mir vorbeigegangen ist. Und wir sehen uns in einem anderen angespielt, dann nochmal wieder. Vergesst nicht, Like, Kommentar und abonnieren. Und bis dahin, tschöle, euer Imperator.